Hallo, heute gibt's das Campus-Düte Mega Extreme Unboxing Spezial, beziehungsweise das Corona-Spezial. Eigentlich ist es eine ganz einfache Bestellung der Campus-Düte. Diese heißt hier aber Campus-Düte Home Corona-Spezial. Ich vermute einfach, dass ich so Zeug wie Desinfektionsmittel oder Masken reinpacken. Und aufgrund der aktuellen Lage habe ich sie mir persönlich im Internet bestellt. Normalerweise wird die ja unter dem Semester immer mal wieder verteilt. Und gegen eine Versandgebühr von 2 Euro, nein Quatsch, 5,95 Euro könnt ihr sie euch online bestellen. Beziehungsweise ich hier habe gleich 3 Stück bestellt. Das nennt sich eben Corona Spezial. Kostet 8,97 Euro, also 9 Euro. Und ja, das packen wir gleich mal aus und gucken, was da drin ist. Vorweg, ob sich das Ganze für euch lohnt, das könnt ihr nach meinem Video hoffentlich beurteilen. Ich selbst habe mir noch eine zweite Kiste geholt. Wofür die ist, werdet ihr gleich feststellen. Denn ich habe schon die erste ausgepackt und habe so eine grobe Vorahnung, was mich erwartet. Und am Ende schlage ich selbst mal kurz, was für mich einen Nutzen hat und ob sich für mich die ganze Aktion gelohnt hat. Also viel Spaß! So, Tüte Nummer 1. Tüte Nummer 2. Tüte Nummer 3. So. Und Werbung von Milram. Oh. Schreib uns deine Meinung auf Instagram und mit etwas Glück gewinnst du einen von 2 E-Scootern. Cool, ich will einen E-Scooter. Meins. Kiste 1. Kiste 2. So. Ich hoffe, man sieht mich. Keine Ahnung. Ich fange mal mit Tüte Nummer 1 an. Man sieht ja Corny Haferkraft. Ich hoffe, da ist auch Corny Haferkraft drin. Ovomaltine Crunchy Cream. Auf jeder dieser Campus-Tüten oder auf fast jeder ist das drauf. Ich hatte es noch nie in einer. Was ist das? Malzhaltiges Getränkepulver. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht schokoladig aus. Kommt in Kiste Nummer 1. Kaffee. Sehr cool. Kiste Nummer 1. Irgendein Shampoo. Das war auch schon in der letzten drin. Ist für die Freundin. Noch mehr Kaffee, sehr cool. Was ist das? Ein Rasierer. Es sieht nicht so aus, als wenn er für Männer gedacht ist, aber wieso sollte er nicht für Männer funktionieren? Und was ist das? Red Smoking Filter Tips. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber vielleicht finde ich jemanden, der was damit anfangen kann. Keine Ahnung. So und? Ein kleiner Block. Corny. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Erdnussflips? Nein, 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 nein. Erdnussloops. Und Bier. Sehr gut. Die eine Sache, die man als Student immer gebrauchen kann. Arkobräu Moos. Das hebe ich mir für später auf. Ich sollte die Kisten nicht so weit wegstellen. So. Uniglobale Studium mit Sponsor. Ich weiß nicht genau, ob ich das alles über Stipendien wissen muss, aber ich glaube, es ist zu früh, um darüber zu urteilen. Deshalb, vielleicht schaue ich es mir mal an. Also, ja. So. Bierwerbung. Das haben wir. Ob es gut ist, werde ich gleich feststellen. Und was haben wir noch? Tüte ist soweit leer. Kalten Tee, so einen hatte ich schon mal. Die sind ganz okay.
ein Gutschein, Spiegeltesten und ja, Spiegelabonnement für irgendeine Box und ja, falsche Box. Ein About You Gutschein, falls es euch interessiert. McFit, sehe ich auch, das ist mein Sport. McFit Gutschein. Was ist das? Ich glaube, es handelt um intime Rasuren. Ah, das könnte sein, dass dieser Rasierer dazugehört. Ich habe keine Ahnung, aber es steht da ideal für schwer erreichbare Aktionen. Also, falls Leute von euch so ein Ding brauchen, hier ist ein Gutschein drin. Noch mehr Bierwerbung. Und ein Gutscheinheft. Da gucke ich gleich mal rein. Irgendwas mit Kontaktlinsen. Mömer. Zeugs, das ich nicht kenne. Essensgutschein. 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 Wichtig. Eis.de Gutschein. Für die, die da gerne bestellen. Urlaubsgutschein. Ich glaube, dieses Heftchen interessiert eigentlich ziemlich niemanden. Ich heb's nur mal auf, weil da eventuell gratis Essen rausspringt, zumindest ein Burger. So, jetzt kommen wir auch schon zur Tüte Nummer 2. Äußerlich sieht sie identisch aus zur Tüte Nummer 1. Mal gucken, ob sie auch inhaltlich identisch ist. So, okay, wir haben noch mehr Ringe. Nebenbei sind 20 Gramm, also ich schätze, das sind so 4 Ringe. Das ist fast schon schade um die Plastikverpackung. Ich weiß nicht. Ich meine, ich freue mich über Erdnussflips, aber come on. Für vielleicht 6 Flips eine ganze Packung. I don't know. Räumen wir gleich mal auf. Eine Uniglobale. Sowas habe ich schon. Ein Gutscheinheft. Sowas habe ich schon. Tee. McFit. Wie gesagt, habe ich schon. Spiegel habe ich schon. About You habe ich schon. Bier habe ich auch schon. Noch mehr Bier habe ich auch schon. Kaffee. Nein, kalter Kaffee. Ich glaube, das soll fränkisch sein. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ich kann jetzt dafür, dass ich D und D nicht unterscheiden. Oder ich kann es unterscheiden, aber ich kann es nicht richtig aussprechen. Ich sage einfach hartes D und weiches D. Also kalter Kaffee ist eigentlich ein hartes D, da steht ein weiches. Sie verstehen, glaube ich, das Konzept hinter dem Fränkischen nicht, oder aber es ist einfach gewollt und soll witzig sein, keine Ahnung. Ich finde es, eigentlich ist es mir egal, ob da jetzt kalt oder kalt steht. Wenn ich sage, dann klingt es echt gleich krass. Ja, Kaffee. Wieder das mysteriöse Ding, das eventuell was mit Rauchen zu tun hat. Noch mehr kalter Kaffee. Ich glaube, da ist exakt das gleiche drin wie in der ersten. Also, natürlich Bier. Muss ich aufpassen, dass ich es nicht kaputt schlage. Noch so ein Block. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was man mit so einem kleinen Block machen soll, weil... Also gut, er ist zu 100% aus Recyclingmaterial, das ist gut, aber... Die Größe ist eigentlich mies. Also, ja, ich brauche eigentlich keine. Ja. Noch einer. Ich guck mal, ob das der gleiche ist. Das ist Haferkraft Blueberry Chia. Ich hätte nicht alles da reinschmeißen sollen. Oh. Haferkraft Blueberry Chia. Wer hätte das gedacht? Und. Das mysteriöse Overmaltine Crunchy Cream. Schon wieder. Also ich hoffe, dass jetzt nicht in der dritten Tüte das gleiche ist, sonst ist das ein bisschen enttäuschend. Also gut. Papierkram. Bier. Bier. About You. About Me. Spiegelabonnement.
Fitnessstudio. Tee. Warte. Gutscheinheft. Und, oh, eine Uniglobale. Sowas könnte ich eventuell gebrauchen, oder? Ja. Kalter Kaffee. Ist immer noch nicht lustig. Ich kann nichts dafür, dass ich kalt mit D, mit hartem D spreche, aber weichem D, ja, egal. Oh, wenig Flips in einer Kunststoffverpackung. Also wie gesagt, ich finde die ziemlich gut von Lorenz, aber die Verpackungsgröße ist echt ein Witz. Aber es ist umsonst. Nein, ja, es ist irgendwo umsonst. Man hat ja nur das Porto bezahlt. Oh, Overmaltine. Wer hätte das gedacht? Noch so ein Block. Kalter Kaffee. Auch beim sechsten Mal ist es nicht lustig. Und, oh, Corny Haferkraft, Blueberry Chia. Kommt uns das nicht bekannt vor? Und, oh, Bier. Wenigstens Bier habe ich. Zumindest drei Stück. Es sind 0,33er und auch wenn das eventuell Hate verursachen könnte, für mich genau die richtige Größe. Mehr ist mir fast zu viel, weil ich dann schon ein bisschen dödelig bin. Ich trinke wenig, zu wenig, nein, wenig genug, egal. Von daher, perfekte Größe für mich, aber es sind nur drei. Es hätten ruhig so, keine Ahnung, sechs sein können. Also ich weiß, letztes Jahr waren, glaube ich, mal zwei ab und zu drin, also keine Ahnung. Und zu guter Letzt, Smoking irgendwas. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es ist. Vielleicht finde ich jemanden, I don't know. Und das war auch schon die dritte Tüte. Okay. Fassen wir zusammen. Ich habe einen Dreierpack bestellt und ich habe dreimal die identische Tüte bekommen. Ist das gut oder schlecht? Naja. Diese ganzen Werbeflyer hier, die ich in Kiste Nummer... Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es ist Kiste Nummer 2 getan habe. Nein, das gehört nicht da rein. Also, Werbeflyer. Hätten es auch einmal getan. Weil, nur weil man damit zugemüllt wird, kauft man es deswegen auch nicht öfters. Denke ich zumindest. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, im Vergleich zum letzten Jahr war erstaunlich viel cooles Zeug dabei. Unter anderem diese Overmaltine. Ich glaube, ich muss das morgen mal testen, denn ich habe jetzt davon 690 Gramm. Also, man sieht es jetzt gar nicht, ne? Aber da. Da. Ja, und da. Drei davon. Wir haben Flips, Flips und Flips. Dreimal Flips. Sind 60 Gramm Flips. Wie viel sind in der Tüte drin? Sind da 100 Gramm drin? Wir haben quasi zwei Drittel Tüten. Ich bewerte das mal mit 60 Cent. Bei den Dingern habe ich keine Ahnung, was sie kosten. Ich würde wahrscheinlich so, keine Ahnung, 1,50 bezahlen dafür. Also ich esse sowas normalerweise nicht. Ich würde das mal mit 1, 2, 3, 4,50 bewerten. Sind wir roundabout bei 15. Nur überschlagen. Die könnten auch viel teurer sein. Ich habe keine Ahnung. Ein Gutscheinheft. Das ist eigentlich nichts wert. Vielleicht bringt es mir irgendwas. Bier. Bier schätze ich mal, keine Ahnung, 80 Cent. Aber Bier. Bier. Noch mehr Bier. Oh. Ja. Ich schätze mal pro Bier 80 Cent. Das heißt, wir sind roundabout bei, wo war ich? 15 heißt Ding. 57, okay. Es läuft. Wir müssen nur noch circa 1,50 decken, dann läuft. Wir haben nur einen Rasierer. In einer Tüte war mehr drin als in der anderen. Ich bin zwar keine Frau, aber Rasierer ist Rasierer, oder? Wir haben nur einen. Keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Einwegrasierer. Könnte auch Mehrweg. Ich habe keine Ahnung, Mehrwegrasierer sein. 1 Euro. sind wir bei 8,50. Und oh Leute, es geht los. Teebeutel Nummer 1, das Teebeutel 2 und 3, das bewerte ich nicht mit Geld, weil das sind
drei Tees. Diese mysteriösen Smoking-Papiere von Red. Ich nehme an, die haben nichts mit der Kameramarke Red zu tun, wo so eine Kamera 20.000 Euro kostet. Wenn doch, klärt mich auf. Falls ich jemanden finde, der es braucht, für mich sind sie nichts wert. Ein Stipendium. Nein, ein Heft über Stipendien. Eventuell sind es auch nur zwei Seiten, keine Ahnung. Könnte sehr viel wert sein, aber potenziell erstmal null. Also, wir sind bei 8,50 und jetzt? Corny. Keine Ahnung, das sind kleinere Packungen, die sind vegan. Ich würde sagen, die Dinger sind vielleicht zusammen, sehen wir mal großzügig sagen, ein Euro. Sind wir bei 59. Und ein Block, der mir eigentlich nichts bringt. Und, oh, in der ersten war auch noch ein Shampoo drin. Es ist ja eigentlich voll doof, wenn man jetzt dazugehört zu denen, die Tüte 2 und 3 bekommen. Dann kriegt man Rasierer und ein Shampoo weniger. Das ist ein bisschen sad. Aber ich hab's ja. Also, beziehungsweise ich glaube nicht, dass ich Frauenshampoo nehmen werde. Aber vielleicht freut sich meine Freundin. Vielleicht sieht sie's ja und wird sich denken, oder, yeah. So, unser guter Letzt. Schütteln und wach. Ich fühle mich verarscht. Die machen sich doch über Leute aus Franken lustig. Kommt das aus Franken? Ich fühle mich verarscht. Not funny. Noch mehr Kaffee. Noch mehr Kaffee. Kalter Kaffee, der gerade nicht kalt ist. Noch mehr Kaffee. Oh, das sind unterschiedliche Sorten. Noch mehr. Es sind dreimal schwarzer kalter Kaffee. Zweimal richtig stark. Einmal stark. So, Kisten sind leer. Beziehungsweise ich werde die Kiste behalten, denn irgendwo muss ich das Zeug hier hinstellen. Und ja, also ich könnte mal sagen, so ein Kaffee, die günstigen kosten 50 Cent. Ich glaube, Milgram ist ein bisschen teurer, aber ich kaufe immer die billigen. Also sage ich mal, 6 mal 50 Cent, dann komme ich auf sensationelle 11,50 Euro wert. Heißt, wenn ich mich nicht vollkommen verrechnet habe, habe ich ungefähr 2,50 Euro plus gemacht. Abzüglich der Zeit, die ich gebraucht habe, um das auszupacken. Ich werde hierfür nicht bezahlt. Ja, also es war auf jeden Fall ganz witzig. Hat sich das Ganze gelohnt? Ich denke schon. Ich habe jetzt ein Video gemacht. Ich hoffe, es ist vielleicht unterhaltsam oder auch nicht oder informativ oder ihr wisst, ob ihr es euch bestellt oder nicht. Es ist dreimal das gleiche drin. Das finde ich ein bisschen schade. Also letztes Jahr war mehr Variation drin bei den Tüten. Ja. Also mein Favorit ist eindeutig das Bier. Und auch wenn die sich echt lustig über mich machen, ist der Kaffee auch echt cool. Also die kaufe ich mir ab und zu, jetzt habe ich 6 Stück davon. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin zufrieden. Jo. So, das Video ist jetzt auch schon vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen oder euch zumindest unterhalten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Habt eine schöne Zeit. Ciao.